Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieswöchigen Z-Log. Ich war an diesem Wochenende bei meiner Familie in Magdeburg, denn meine kleine Schwester hat ihren Abschluss gefeiert und mich dazu eingeladen. Und ich war im Sommertheater auf dem Domplatz. Das ist meistens eigentlich ziemlich gut und dort wurde dieses Jahr das Musical hergespielt. Ich bin ja allgemein Freund von Musicals, jetzt kein Riesenfanatiker, aber Freund von Musicals. Ich mache das sehr gerne. Das schlägt einerseits durch diese ganzen Disney-Sachen mit ein, das schlägt durch die Sachen, die ich gesehen habe. Und ja, ich muss sagen, das war echt gut. Das war echt wirklich, wirklich gut, so dass wir auch trotz des Regens, der auf diesem Freilufttheater niederging, auf dieses Freilufttheater niederging, eigentlich viel zu cool. Einziges Problem war, und das finde ich allgemein, man sollte sich bei den Stücken, wenn es jetzt nicht gerade ein Spiel ist, was so ein Stück ist oder so ein Musical ist oder so, was so ein internationales Ding ist, wo halt verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, auf eine Sprache einigen. Bei den Liedern haben sie nämlich alle, also dann war das eine auf Englisch, dann wieder eins auf Deutsch, noch eins auf Deutsch, dann wieder eins auf Englisch, dann waren vielleicht mal drei hintereinander auf Englisch, dann war mal wieder eins auf Deutsch und es waren verdammt viele Lieder und man musste immer noch mal ein bisschen genauer hinhören, denn ja, die Akustik war zwar gut, aber jetzt natürlich nicht hundertprozentig perfekt. Ist es jetzt Deutsch, ist es jetzt Englisch? Das finde ich eigentlich immer ein bisschen, naja. Aber ansonsten, das ist halt wirklich mein einziger Kritikpunkt daran. Das war cool. Dann habe ich davor mit dem Hawk, den ihr ja schon ein paar Mal gehört habt, unter anderem in dem Special zu Champions Return to Arms, was ja verdammt gut ankommt, immer wenn ich es hochlade. Frag mich nicht warum, aber es ist ja auch cool und das Spiel macht ja auch Spaß, daher ist das ja völlig legitim. Und eigentlich wollten wir das zu dritt machen, hatten dann aber zwei Leute keine Zeit. Schade, aber naja, hat auch so funktioniert. Ich habe einfach irgendwas aus dem Ärmel geschüttet und es hat tatsächlich sogar Spaß gemacht. Nur habe ich blöderweise den Namen für einen Charakter vergessen. Ich arbeite halt so ein bisschen natürlich im Hintergrund an so einer eigenen Geschichte. Und da hat dieser Charakter eigentlich viel zu tun. Und jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Und der ist mir bis heute nicht wieder wirklich eingefallen. Ich bin schon ziemlich doof. Ansonsten habe ich die Odins 4 ja, ihr wisst was, das ist Odins 4 Remake, was jetzt auf die PS4 kommt, was irgendwie vor 2 Tagen raus ist oder jetzt übermorgen rauskommt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der 24. oder 28. ist. Und in der Demo konnte man die 5 Charaktere spielen, die es gibt, und hat so einen kleinen Abschnitt gehabt. Man hat halt erst so ein paar Tiere im Wald, so Gegner, Fabelwesen, Tier, Dinger im Wald gehabt. Dann irgendwelche Ruinen, Vulkangebiet, ein verschneiteres Gebiet, eine Stadt, am Ende noch so eine düstere Höhle und am Ende eine Wüste, in der man sich dann halt einem richtigen Endboss stellen konnte. Das ist halt bei jeder Figur das Gleiche. Die Figuren waren auch alle auf einem schon ein bisschen höheren Level, dass man also schon ein paar Spezialfähigkeiten und dergleichen hatte und konnte einfach mal gucken, wie die sich spielen, wie das sich verhält und so weiter. Und oh, ist das toll. Ich mag ja die Vanillaware-Spiele allgemein, auch wenn ich tatsächlich keines davon außer Masamune durchbekommen habe. Die sind alle immer handgezeichnet. Zwei oder so, dieses bisschen 2,5D-mäßige, wie es wie es dieses, Beat'em Up, Final Fight-mäßige bei Dragon's Crown war. Und das haben sie hier echt wieder mit Bravour umgesetzt. Odin 4 ist ursprünglich auf der PS2 rausgekommen. Ich habe es damals gespielt, viel gespielt, mit einem Freund auch immer daneben, dem Olli. Und bin durch den ersten Charakter nicht durchgekommen. Lag an einem Bossgegner, das war so eine riesige Spinnendame, die man irgendwie nur am Bauch verletzen konnte. Und dann war man aber gleichzeitig in ihrem Angriffsgebiet und das war. Hat nicht so funktioniert. Also ich habe halt wirklich damals, ich glaube, 4 Stunden mich an diesem Boss versucht und irgendwann hat es mich dann halt so frustriert, dass ich es leider nicht mehr weitergespielt habe. Ich habe vor einiger Zeit mal auf meinem Twitch-Kanal, würde ich behaupten, war das,
Habe ich das gestreamt und ich gucke mal kurz was nach. Ich gucke mal kurz was nach. Moment. Ich hoffe, jetzt geht nicht irgendwas los. Ich glaube, der Stream ist noch da. Dringsquown, Xenoblade, Sonata. Ja, tatsächlich. Wenn ihr mal auf YouTube nach Piratensender, Sender mit Z sucht, sind da meine ersten Streams oder einige meiner ersten Streams. Und da ist auch der von Odinsphere dabei, neben auch dem von Grim Grimoire und dem von Dragonscrown. Also wer ein bisschen was von den Machern sehen will, da habe ich so die Anfänge dieser Spiele. Ich hoffe, das gefällt euch so ein bisschen. Also generell, da waren ein paar Streams und ich habe mich mit den ein, zwei Zuschauern auch meistens gut unterhalten. Und ja, das Remake hat es tatsächlich so gemacht, dass es halt nicht einfach bloß, ja, wir bügeln das jetzt grafisch ein bisschen auf und dann wird das schon, denn die Leute wollen ja einfach nur, dass es besser aussieht. Die haben halt wirklich die Menüführung verändert, die haben spielerisch ein bisschen was getan, haben das moderner angepasst, es steuert sich total flüssig. Ja, also es ist das gleiche Spiel wahrscheinlich mit der gleichen Story. Gehe ich ganz stark von aus, aber es spielt sich anders, es spielt sich moderner, frischer, schneller vor allem. Und ja, ich freue mich da schon drauf, das werde ich nämlich demnächst machen. Und dazu kann ich wirklich gleich ankündigen, werde ich es wie bei Yakuza 5 machen, was ich mal dringend weiterspielen sollte. Und die einzelnen Charaktere mit einem kleinen Special versehen. Also es wird halt, ich werde halt jeweils am Anfang des Charakters so ein bisschen so zwei, drei Folgen so in dem Dreh wahrscheinlich zu aufnehmen und dann veröffentlichen. Und die kommen dann halt, wenn sie kommen. Weil wenn ich in dem Spiel nicht weiterkomme oder gerade was anderes zu tun habe, spiele ich halt nicht weiter. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Denn, ja, seien wir mal ehrlich, so viele Leute schauen das nun auch nicht, dass ich den so viel Rechenschaft schuldig bin. Was das? Ja, das war's tatsächlich. Denn abgesehen davon, dass Sork und ich viel Mein Babysitter ist ein Vampir die Serie geguckt haben, kann ich nichts Neues erzählen. Und das ist auch, ja. Also, man hat versucht, Buffy zu sein. Hat es aber nicht hinbekommen. Das beschreibt es, glaube ich, am besten. Aber es ist super absurd und die Oma ist genial. Wer Netflix hat, kann da ja mal reinschauen. Das ist irgendwas. Und so, guter Letzt, ich habe es schon auf Twitter geschrieben. Ich hatte ja gesagt, dass Blues and Bullets am Mittwoch hätte erscheinen sollen. Blöderweise. Also, ich sollte vielleicht versuchen, kürzere Sessions aufzunehmen. Hat Shadowplay einerseits die Tonspur zur Videospur verkackt. Die ist nämlich nicht mehr synchron. Und meine Kommentarspur ist auch, also die ist auch aus irgendeinem Grund kürzer. Was ich gar nicht nachvollziehen kann. Denn ich habe die länger laufen lassen. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber sie ist auf jeden Fall auch kürzer als das normale Videomaterial und nicht das, was ich da im Nachhinein noch dran hatte. Also es ergibt gar keinen Sinn. Das kann man, also ich wüsste nicht, wie ich das an jedem Punkt dann passend hinsetzen soll. Denn da muss ja ganz viel schiefgelaufen sein, damit das so gekommen ist. Ich werde das irgendwann nochmal angehen. Aber nicht jetzt. Es ist schade, weil ich will eigentlich den Leuten zeigen, dass das Spiel ganz cool ist. Und es macht mir auch Spaß. Vielleicht streame ich es auch einfach, auch wenn es dann wahrscheinlich kacke aussieht. Ist zumindest möglich. Zumindest wenn ich es über OBS mache, weil da hat das letzte Mal nicht funktioniert. Aber da ist mir jetzt gerade echt die Motivation vergangen. Weil ich habe das jetzt dreimal? Ich habe es zweimal komplett aufgenommen. Einmal sah es scheiße aus, einmal ist der Ton kaputt. Und ich habe es halt wirklich komplett am Stück diese anderthalb, fast 2 Stunden gespielt.
Es kann mich dadurch in der Episode nicht mehr überraschen. Und ich wiederhole mich dann ständig nur und das geht mir auf den Sack. Und ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Es ist jetzt nicht wie bei einem Fire Emblem, um jetzt mal bei meinem ersten Projekt damals zu bleiben, wo ich, wenn ich die Mission verkackt habe, es nochmal gestartet habe, Sachen nochmal vorgelesen habe, einfach weil ich mir dieses Ziel gesetzt habe. Daher, es ist was anderes. Es funktioniert so nicht auf diese Weise. Es kann nicht auf diese gleiche Weise motivieren. Und dadurch lasse ich das. Erstmal. Irgendwann mache ich das nochmal, aber momentan nicht. Eine letzte Sache noch. Dieses Video hier ist, und das habe ich tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, weil diese Zählung bei YouTube, wenn man unter eigene Videos geht, ist ein bisschen komisch. Mein Tausendstes. Ich habe tatsächlich in unter 3 Jahren 1000 Videos geschafft. Ja, man könnte jetzt sagen, eigentlich sind es ja weniger. Cliff hat ja durchaus so seine, sagen wir mal, 120, 130, vielleicht sogar 150 davon zu beigetragen. Aber auch die sind hier auf diesem Kanal. Und natürlich hatten wir am Anfang dieses Viertelstundenlimit, wodurch, also Paper Mario von seinen 121, ich hatte das doch gerade offen, ich habe 123 Folgen vermutlich eher so auf 60 runtergeschrumpft wäre. Also grob, die Hälfte meinte ich natürlich. Daher, ja doch, Cliff kommt mit 150, glaube ich, ganz gut hin. Natürlich nicht wirklich 1000 Videos von mir, aber trotzdem finde ich, ist das eine ganz stolze Zahl für einen Kanal, den niemand interessiert. Denn trotzdem so lange durchzuhalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche, Restwoche, Wochenende, Weltuntergang, wann auch immer ihr das hier gerade hört. Gehabt euch wohl, euer Semni.